Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Gesagtem und Getanen, zwischen Geschriebenen und Tatsächlichen zurückzuführen ist. Wir leben in einem Land, in dem schon allzu lange die Politik zwischen öffentlicher Beschwichtigung und dem Ruf nach der Polizei verschwunden ist. Unsere Aktionen müssen geeignet sein zur Aufklärung, zum Protest und zum Widerstand. Sie müssen geeignet sein, dass wir zu einer Bewegung von Hunderttausenden werden. Sie fürchten, und sie fürchten mit großem Recht, den arbeitenden Menschen dieser Stadt könnte klar werden, dass die offizielle Politik nicht nur unfähig ist, den allmählichen Ruin der Stadt aufzuhalten, sondern im Gegenteil, diese Stadt in ein einziges Dorado der Spekulanten verwandelt hat. Wir erwarten keinen neuen Anfang von Herrn Schütz, der wiederholt seine Unfähigkeit bewiesen hat, seine Auffassungen und die Politik dieses Senats in einer demokratischen, offenen Diskussion zu vertreten. Wir waren der Meinung und sind weiter der Meinung, auch wenn wir nicht jeden Satz unterstreichen oder teilen, dass alle Teile dieser Bevölkerung die Möglichkeit bekommen müssen, sich zu artikulieren.